Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Puring Quest. Ein ganz süßes kleines Spiel und ich habe es schon mal angetestet und bin irgendwie ganz gebannt auf das Spiel. Ich finde es ganz toll und es ist so niedlich. Man spielt eine kleine Katze und zwar diese da, die ihren Besitzer sucht, weil der, wie wir jetzt gesehen haben, verschwunden ist. Auch eine sehr traurige Geschichte, wie ich finde. Mal wieder eine traurige Geschichte. Und wir werden jetzt einfach mal ohne weiter zum Labern ein neues Spiel anfangen. Das Spiel ist auf Englisch, gibt es leider nicht auf Deutsch, aber da gibt es nicht so besonders viel zu lesen. Daher sollte das bisschen, was denn auf Englisch kommt, doch sehr verständlich sein. Und wir wollen das Alte, was ich gespielt habe, natürlich overwriten. Überhaupt kein Problem. Und nun geht's los. Wir starten hier. Oh, Level 2, so Glitch. Ach so, das geht nach Leveln. Das habe ich nämlich auch noch gar nicht gesehen. Level 1, Level 2, The Village. Gothic Quarter. Oh, das klingt ja auch sehr böse. The City. Und anscheinend, es gibt nur 5 Level. Ist also, ich denke mal, ein recht kurzweiliges Spiel. Aber dafür umso niedlicher. Für alle, die Katzen mögen, ist es auf jeden Fall ein Muss, würde ich sagen. Weil es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht, finde ich. Und ich bin gespannt, was die Geschichte erzählen wird. So, Move AD, das kennen wir ja schon. Diese kleinen Kratzbäume hier, das sind immer Speicherpunkte. Und wir müssen diese stinkenden Fische einsammeln. Ich weiß noch nicht so wirklich, wofür und warum. Aber ich denke, auch das werden wir noch rausfinden. So, jumpen. Ach ja, wir können auch noch hauen. Wir müssen leider die kleinen süßen Mäuschen hauen. Hallo Mäuschen. Na? Autsch. So, man verliert Leben, wenn man getroffen wird. Das ist also sehr jump and runnig hier. Aber dafür. Ja, jetzt kommt es erst mit den Springen, aber das habe ich ja schon vorher herausgefunden. Was allerdings auch manchmal gar nicht so einfach ist, weil man es nicht. Manchmal nicht so sehr abschätzen kann, wann sie losspringt und wann nicht. Oh, Entschuldigung, Mäuschen. Na, dafür hast du mir auch ein Leben gekostet. So, zack, zack. So, Higher Jump. Man kann auch höher springen, indem man wow, S drückt. Und ich weiß wirklich nicht, wofür die Fische da sind. Aber ist egal, wir werden das alles rausfinden. Ich dachte ja, das ist so ein bisschen wie bei Mario mit den Sternen sammeln und so. Oder was hat man da gesammelt? Nee, Münzen. Entschuldigung, man hat ja Münzen gesammelt. Stimmt. Ach ja, wir müssen ja während des Laufens springen. So. Und dass man dann ab einer gewissen Anzahl von Fischgeräten vielleicht ein Leben dazu bekommt oder so. Habe ich bis jetzt allerdings noch nicht gehabt. Ich dachte aber 100. Ich hatte schon mal 100 jetzt eingesammelt gehabt in der Probe. Und da ist leider nichts passiert. Ich habe kein Leben dazu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht bei 200. Weil da stand irgendwas mit 200 in der Beschreibung eben, habe ich gesehen. Ja, keine Ahnung. Wir schauen mal. Wir lassen uns nicht so leicht irritieren. Hopsa. Ne, es ist wirklich echt niedlich gemacht. Obwohl die Steuerung echt ein bisschen schwierig ist und ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Au! Au, oh. Das tat ein bisschen weh. So. Ah, Halbzeit. Na Gott sei Dank. Oder Speicherpunkt. Ich weiß gar nicht, ob es Halbzeit direkt ist. Oder ob es dann noch ein ganzes Stück weitergeht. Hallo Mäuschen! Oder Ratte wahrscheinlich eher. Wenn es eine Maus wäre, dann ist die Katze ziemlich klein. Dann ist es vielleicht eine Maikatze. Meine Katzen sind ja auch ein bisschen kleiner. Zumindest wird das immer gesagt. Ich hatte früher übrigens auch eine Katze. Da dachte ich noch, als ich die Probe hier gespielt habe, dass ich euch voll viel von meiner Katze oder irgendwelche Geschichten erzählen kann. Und jetzt ist mir die ganze Idee, was ich da erzählen wollte, total entfallen. Fragt mich nicht, warum und warum ich das vergessen habe. Wahrscheinlich kriege ich ein Kurzzeitgedächtnis oder so. Keine Ahnung. Wir werden jetzt. Ach nee, ich glaube, ich muss ich da oder schaffe ich das auch so? Ah, wir haben nur noch 4 Leben. Und wenn man dann stirbt, also komplett stirbt, dann muss man wieder vom letzten Speicherpunkt anfangen. Und da ist die erste Katze, die wir treffen. Hallo? Hallo?
Achso, ja, jetzt spricht zu uns, das ist Henry Lechet Noir. Eine ganz schön eingebildete Katze, wie ich finde. I'm Henry the Black Cat. Don't you have Internet? Nein, ich bin ein Kätzchen, ich habe kein Internet. Even the blind could see that you are lost. What are you looking for? Ja, genau, wir suchen für unseren Besitzer. Und, nein, wir sind kein Hund. Ich weiß, wir sind eine Katze. Aber es gibt durchaus Katzen, die auch sehr anhänglich sind wie Hunde, wie ich finde. Und diese Katze will uns jetzt hier klar machen, dass wir uns nicht um Menschen kümmern sollten, weil sie uns ja, weil sie uns auch nicht viel besser behandeln, so gesehen. Und was für eine katzenähnliche Kreatur bist du eigentlich? Dein Mensch ist verschwunden und das ist, warum du dahin suchst. Ganz genau. I know many different cats. Ja, genau, aber noch niemals ist mir so eine wie dir, du begegnet. Aber nachher erfahren wir, dass diese Katze dann doch ein bisschen deprimiert ist. Jetzt können wir jetzt schon weitergehen? Nee, es dauert noch ein bisschen. Obwohl die eigentlich ganz... Ja, jetzt können wir noch ein bisschen hier mit ihr chatten. Genau, und jetzt erzählt sie... It's not easy to enjoy happy moments when you know that they are just transitory. Das ist natürlich echt nicht schön für das Kätzchen und hier redet echt ganz schön viel. Genau, nobody wants to hear my torture. Deswegen ist sie wahrscheinlich so ein bisschen beleidigt. Naja, gehen wir mal weiter. Oh, da war was zum Jagen. So, ich würde einfach mal sagen, wir sammeln tatsächlich die ganzen Fische ein. Weil man weiß ja nie, wozu das gut sein kann. Oh, naja, nehmen wir die hier unten gleich mal mit. Meine Katze war übrigens schwarz-weiß und hatte eine schwarze Nase und hieß Jessie. Ich glaube, da habe ich noch nie von erzählt, von meinem Kätzchen. Ja, ist jetzt leider auch schon nicht mehr unter uns, das liebe Kätzchen. War eine ganz tolle Katze. Eine sehr eigensinnige Katze vor allem. Und ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal so in die Kommentare schreiben, was ihr so für Haustiere habt und was ihr für Haustiere mögt. Oder generell vielleicht Tiere mögt. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Halt! Oh nein, du solltest nicht runterfallen. Und ja, wie gesagt, meine Katze ist leider nicht mehr unter uns. Die war, oh Gott, die war auch schon ganz schön, die war echt alt geworden. Die habe ich ja gehabt, seitdem ich ein Kind bin. Ah, hoppsa! So, geschafft. Und hat dann bei meinen Eltern gewohnt, schon als ich dann später ausgezogen war von zu Hause. Was ist das? You can climb... Ach ja, genau, das mit den Climben. Das habe ich noch gar nicht so ausprobiert. So und weh. Ah, da springt sie dann hoch automatisch. Sehr schön. So, und jetzt ist 100. Da dachte ich, auch jetzt kriegt man vielleicht ein Leben. Nö, nix da. Gibt noch kein Leben. Oh. Ich möchte da... Ach, verdammt, da kommt man gar nicht mehr hoch. Kann ich ja nicht wissen. Aber hier kommen wir hoch. Machen wir es eben von der anderen Seite. Ach, wie soll man denn da hinkommen? So. Wir kriegen das trotzdem alles eingesammelt. Ja, schwarz-weiße Katze. Ja, was wollte ich eigentlich noch erzählen? Mensch, ich komme hier total ab von meinen Geschichten. Eine eigensinnige Katze war es auf jeden Fall, ja. Eine sehr... kratzbürstige Katze manchmal. Aber das hat sie dann auch wieder einmalig gemacht. Und deswegen werde ich diese Katze auch nie vergessen. Ah, siehst du, es ist doch keine Halbzeit, das Kratzbäumchen. Ah, Moment. Und wie sie schnurrt. Das war auch... Das kann ich euch nochmal erzählen. Das war total witzig. Eine Freundin von mir... Wir waren mal babysitten. Und die Freundin, bei der wir Baby gesittet haben, die hatte auch Katzen. Und... Ups. Und meine Freundin, die war nicht so... Na, wie nennt man das? Hat nicht so viel in ihrem Leben mit Katzen zu tun gehabt, sag ich mal so. Und wenn man selber keine Katze hat, dann weiß man natürlich nicht so viel über Katzen.
Und abends lag dann die Katze von der anderen Freundin, wo wir babysitten waren, halt auf der Couch bei uns so und hat geschnurrt. Und das Witzige war, die Freundin von mir meinte dann, ist die Katze vielleicht krank? Weil sie wusste das wirklich nicht, dass Katzen schnurren. Wer ist denn da? Was war das denn? Was waren denn das für Augen? Unheimlich. Autsch, autsch, autsch. Oh nein, verdammt. Doppelt Leben verlassen. Blöd. Jetzt muss ich auch nochmal das hier alles machen. Das ist ja nicht so schön. Das war aber auch hier doppelt gemoppelt gestorben. So, und ich darf nicht auf den Boden kommen. Doch, der Hund ist nicht mehr da. Doch, der Hund ist noch da. Achso, ich hätte vielleicht... Genau. Machen wir das so. Oh, ich bin gar nicht da, Hündchen. Miau. Miau, miau. Hopsa. Einmal ein bisschen vorsichtig. So. Und schaffen wir den Sprung hier? Ja. Aber ich glaube, den Sprung, den schaffen wir nicht so. Nee. Naja, gut. Ist nicht so schlimm. Schön, wie die Krähe hier auch im Vordergrund ist. Was bist du? Was bist du? Keine Ahnung. So, jetzt aber geschafft. Ach, wir sind da auf dem Friedhof. Das fällt mir jetzt erst auf, dass wir hier auf dem Friedhof wahrscheinlich sind, weil... aua, Mann. Wieso beißen die Ratten heute so? Auf dem Friedhof wahrscheinlich, weil die Besitzerin ja auf dem Friedhof hier vergraben... Oh Gott, das hört sich böse an. Das will ich gar nicht so sagen. Der Besitzer war auf dem Friedhof, sagen wir das mal so, und ist da verschwunden. So, das klingt besser. Kommen wir da hin? Nee, wie sollen wir das... Achso, warte mal. Wie? Tatsächlich. Ah, jetzt machen wir da hin. Und hops. Nee, hops hoch geht nicht. Doch, hops hoch muss doch gehen. Nee, da kommen wir nicht hoch, leider. Komisch. Naja, lassen wir die drei Fische. Nicht so schlimm. Ah, von hier vielleicht? Ich sage, dieses Gespringe ist nicht ganz so einfach manchmal. Das wäre wahrscheinlich einfacher, das Spiel, wenn man einen Controller anschließen würde. Wobei ich nicht weiß, ob das Spiel Controller unterstützt. Keine Ahnung. So, mal gucken. Ah, sehr schön. Katzen kommen doch überall hin. Nur ich nicht. Ich komme dann auch wieder zurück. So, wenn ich jetzt getroffen werde, dann muss ich wieder vom Dings da anfangen. Nicht von ganz vorne, aber vom Speicherpunkt. Und ich denke mal, wir werden bestimmt in die Ratte laufen. Ah, geschafft! Oh, Gott sei Dank. Aber es war schon ein bisschen knapp. Your 20 sons miss you. Oh mein Gott. 20 Söhne, das ist aber ganz schön viel. Das verstehe ich nicht. Keep pressing the button way to hide. Wie? Es geht nicht. Weiß ich wirklich nicht. Continue. Ja, natürlich. Wir machen nochmal von vorne, vom Speicherpunkt aus. Das ist in, wo ich das ausprobiert hatte, das Spiel hat da schon nicht funktioniert. Wenn ich wüsste, warum, keine Ahnung. Naja, gut. Dann müssen wir den Hund irgendwie so übergehen. Wie auch immer wir das anstellen sollen. Und so wunderschöne Melodie. So ruhig. Das passt hier richtig zu den Spielen, finde ich. Oh. Oh. Weh, Twilight. Und nochmal voll da reingesprungen. Warte mal, aber wie... Nee, ich verstehe nicht, wie wir das mit W machen sollen.